Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Und ich sehe gerade, mein Mikro ist ein bisschen verschoben. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt richtig. Ja, es geht weiter mit Skyrim. Wir sind letztes Mal hier im Schloss angekommen. Und ja, haben jetzt hier mit dem König gesprochen. Und der war ganz unserer Meinung. Und ich glaube, ich setze mich mal auf den Thron. Wie ein richtiger König. Okay, ich stelle ihn wieder auf, bevor die Wachen das nicht so lustig finden. Ja, also der König wollte uns jetzt zu seinem Zauberer führen und wir gucken einfach mal, was der von uns möchte. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der Jarl sagt, ihr würdet Hilfe benötigen. Wirklich? Der Jarl? Aber ja, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung. Wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Aber natürlich. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Puh, easy. Könnt ihr mir was über das Ödsturzhügelgrab erzählen? Grab, das von den Nord errichtet Sprachfehler wurde. Müsst ihr wissen. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Alles klar. Oh. Ich hab grad irgendwas auf zum Ölsturz Hügelgrab. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Alles klar, bin unterwegs. Ja, laber mich nicht voll, ich laufe schon los. Gut, also, wir gehen jetzt zurück nach Flusswald und sollen scheinbar in irgendwelchen alten Ruinen oder in irgendwelchen Gräbern eine Steintafel finden. Und die soll irgendwas mit Drachen zu tun haben. Was auch immer, das werden wir, denke ich mal, später auch noch genauer erfahren. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Denn, wie der König schon sagt, es ist dringend und es muss schnell gehen, denn wir wollen Flusswald retten. Aber irgendwie ist der Zauberer mir unsympathisch. Einem erbärmlichen Dorf hier in der Nähe. Da soll man aufpassen, dass ich ihm nicht gleich seinen Zaubererarsch versohle. So. Und wir laufen jetzt nach Flusswald, also eigentlich wieder genau den Weg zurück, den wir hierher gelaufen sind. Aber das macht nichts, denn immerhin müssen wir Flusswald irgendwie schützen. Denn wenn der Drache da hinkommt und wenn der Drache erstmal da ist, dann ist Ende im Gelände. Und dann war es das bald mit dem Sägewerk, dann war es das bald mit dieser Handelskammer da und auch mit der Schmiede und dann... Also, wir beeilen uns lieber. Doch erstmal muss ich aus dem Schloss finden. Oder aus der Burg finden. Hier runter sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind ja seit der ersten Folge auf Parkourläufer, also können wir auch einfach mal so krasse Sachen machen. So. Gut, dann laufen wir zurück nach Flusswald. Wo genau war Flusswald noch? Das muss ich... Genau. Da ist die Drachenfeste, Weißlauf... Ach, halt mal. Kann ich da auch so schnell hinreisen? Wo ist im Moment? Das ist doch Flusswald, kann ich da? Ja, sehr gut, dann brauche ich gar nicht mehr zurücklaufen, das ist ja noch besser. Dann kann ich da direkt hinreisen und kann direkt mal fragen, wie ich weiterkomme. Gut, dann sind wir hier in Flusswald. So, und ich denke mal, ich gehe wieder zu Gerdor, weil ich denke mal, dass Gerdor das wissen wird. Oder? Wo soll ich hingehen? Moment, die Markierung ist von mir selber, glaube ich, noch, ne? Ja, genau, das war meine Markierung, okay.
Gut, ich rede einfach mal mit Gerdo. Ich denke mal, dass Gerdo das weiß. Und sonst rede ich mal mit ihrem Macker. Oh, die sind wach. Das ist kein besonders toller Streich. Ja, klar. Und was würdet ihr lieber machen? Wie wäre es? Wen würden die töten? Das Gesetz und ihr missachtet mich. Hey, was soll das denn? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Alles klar, Digga. So, wir gehen mal zu Gerlo nach Hause. Vielleicht hat ihr wieder ein bisschen Gold, was wir mitnehmen können. Mal gucken. Ich hörte immer meinen Tisch knacken, glaube ich. Das ist natürlich doof, aber. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ralof ist auch noch hier, aber der weiß. Der sagt mir irgendwie nichts. Ich guck mich einmal um, ob hier neue Sachen sind. Papierrollen, ne, ist, denke ich mal, immer noch genauso wie vorher. Gut. Oh, wir kriegen doch eine Markierung angezeigt. Weiß ich vielleicht doch schon, wo es lang geht, oder? Ne, ich muss hier zu Gerdo, war klar. Da ist schon eine Markierung, die habe ich eben nur irgendwie übersehen. Weil ich ein Dombatz bin, ey. Ja, das geht genau zu Gerdues Sägewerk, oder? Nee. Geht so. Ah, ich denke mal, da oben sind die Ruinen sogar schon. Könnte das sein? Irgendwelche Ruinen sind da. Wir laufen einfach mal hin. Da oben. Irgendwas ist da doch. Oder was sind das da für komische Türme? Da ist doch immer irgendwelche. Ein Turm oder sowas ist da auch. Kommen wir irgendwie hoch? Ja. Oder ist das ein aktueller Wachturm? Nee. Oder? Ich weiß das nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Bestimmt gibt es da richtig einfachen Weg und ich mache mir das jetzt total schwer. Oh, hier gibt es einen Weg. Ja, sag ich doch. Es gibt irgendeinen total einfachen Weg. So, eine Treppe haben sie schon für uns hier gebaut. So. Sieht nicht aus wie ein Wachturm. Zumindest wüsste ich nicht, was hier ein Wachturm. Ja, gut, aber. Wir gucken uns das einfach mal von näher an. Kommen wir irgendwie rein? Ja. LOL! Ich muss hier raus. Oh, ich muss hier hoch, ich muss hier. Boah, ja. Digga, lass mich doch einmal. So. So. Ficker. Da oben kam von da oben auch gerade ein Pfeil, oder war er das? Ich glaube, das war. Lol. Der hat diesen Helm. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Obwohl, geht eigentlich nicht. In die Fresse! Stirb! Puh. Okay, schnell mal looten. Die Rüstung ist schlechter, glaube ich, als meine. Wird es euch. Der Bogen ist aber, glaube ich, besser als meine. Den nehme ich mal mit. Ich glaube, ich nehme die auch und die kann ich auch noch verkaufen. Vielleicht freut sich der Schmied, aber ich hätte gerne diesen Helm hier. Schild 10 Gold. Da, den Helm will ich haben, der ist cool. Wert 125 nehme ich auf jeden Fall mal mit. Sind die besser als... Ich nehme es einfach mal mit. Ich weiß nicht, das sieht ehrlich gesagt stärker aus als das, was ich habe. Und das lasse ich... Oh, das Schwert vielleicht. Ah, das Schwert nehme ich mal mit. So, nee, das war falsch hier. So, Objekte. Bekleidung. Was habe ich denn momentan? Ich habe die kaiserlichen Armschienen, Rüstung 11. Die Rüstung 27, ja, das ist besser als meins. Also den Helm nehme ich auf jeden Fall. Die ist besser, das ist besser. Die sind genauso, aber ich finde, das sieht cooler aus, ehrlich gesagt, als die Scheiße, die ich hier anhabe.
Genau, das war das ganz teure. Gut. Ich finde einfach, das sieht cooler aus. Das hat jetzt irgendwie was. Mensch, ich drehe mich mal um. Irgendwas hat das, auch mit dem Bart. Das sieht cool aus, das behalte ich erstmal an. So, was hatte der noch? Das beides, genau. Okay, und das Schwert. Ist das besser als das, was wir jetzt haben? Dann vielleicht noch ein Schild, dann... Und was machen wir? Das ist der und wir haben 14 und 14. Ist das ein Zweihänder? Ja. Ich glaube, ich nehme das, damit können wir schneller schlagen. So, und das sieht irgendwie krass aus. Wenn man mal so guckt, so. Irgendwie ein gutes Schwert. Gut, ich wollte in den Turm. Ignoriert einfach den nackigen Mann an meiner Seite. So. Ist hier noch irgendwas? Gold. 21 Gold, nehmen wir mit natürlich. So, hier geht's hoch. Geht's hier lang? Ach, nur zu einem Fenster. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Wusste ich doch, das ist kein Wachturm, das war irgendein Banditenturm, aber ich glaube, das ist immer noch nicht das, wo wir hin müssen. Aber es ist trotzdem gut, dass wir das mal geregelt haben. Und hier oben ist noch eine Truhe. Ofen. Das ist gut. Schiff wie Gold und den Helm, den können wir auch nochmal verkaufen. Einmal würde ich den behalten und einmal können wir den auch verkaufen. Das ist gut. So, dann gehen wir mal wieder runter. Ich denke mal, der Turm hat eigentlich nichts zu bedeuten, sondern ist entweder später nochmal wichtig oder ist einfach nur ein kleines Banditenlager. Aber ich meine, wir haben knapp 300 Gold, wenn wir alles verkaufen, gemacht. Glaube ich. 300 Gold. Und wir hatten ein bisschen Action und haben ein bisschen gelevelt, also hat sich's gelohnt. So, und wir laufen jetzt mal weiter. Das scheint doch die Ruinen zu sein, oder? Das sieht doch aus wie Ruinen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das Ruinen sind. Ja, wir sind im Hügelgrab. Okay. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Dann schon rote Punkte auf der Karte. Sind das Gegner? Ja. Oh, Banditen wieder. Scheinbar gehört das. Scheinbar sind hier viele Banditen. Ja, das schlägt schneller. Da können wir schneller schlagen. Das ist besser. Schlagende Rüstung 25. Nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob es gut besser ist. So, der Bogenschütze dann auch. Counter-Strike-Taktik. Ja, hat gut funktioniert. Du willst einen Bogenkampf oder was? Hab's vergessen. Stirb. Stirb an deinen Verletzungen. Warum sind die Banditen eigentlich alles Frauen? Kann man das mal einer sagen? So, Jagdbogen 8, ein bisschen Gold, das nehme ich mit. Nordmed kann ich eigentlich liegen lassen. Pelzrüstung ist auch nicht so gut. Und die Pfeile nehme ich mit. Gut, so, was hatte die junge Dame noch dabei? Auch Gold. Fellrüstung ist, glaube ich, schlechter als das, was ich jetzt habe. Das ist sowieso schlechter. Das müsste auch schlechter sein. Die Pfeile nehme ich mit. Und ich glaube, ja, ich glaube, diese Jagdbögen sind besser. Die werde ich jetzt auch mal eben ausrüsten. Ich glaube, wir können gleich das erste Mal leveln, wenn ich mich gar nicht verguckt habe. Einmal den weg. Ne, weg. Und auch von den Favoriten weg. Und den zu den Favoriten, genau. So, und aus. Genau, die kann auch von den Favoriten weg. Dafür kommt der zu den Favoriten. Und jetzt nehmen wir das Schwert wieder in die Hand. So. Und ich glaube, wir haben gelevelt. Neue Stufe. Okay. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay, also auf was leveln wir? Gesundheit, Magika oder Ausdauer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, der Nord muss auf Ausdauer und Gesundheit trainieren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Deswegen würde ich erstmal einmal auf Gesundheit skillen, weil
Ich habe eben gemerkt, dass ich schon ein bisschen auf die Fresse bekommen habe. Also nach und nach. Deswegen würde ich sagen, werden wir das einmal leveln. Und was gibt's denn hier alles? Schmiedekunst. Schmiedekunst wäre natürlich gut, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Die Kunst, Waffen und Rüstung aus Rohmaterial anzufertigen. Schwere Rüstung wäre das Tragen. Schwere Rüstung trainiert, wird effektiver durch Eisen, Stahl, Zwergen, Ork, Ebenerz und Dedra-Rüstung geschützt. Blocken, die Kunst, gegnerische Schläge mit Schild oder Waffe zu blocken. Blocken vermindert den Schaden und du wirst durch physische Angriffe weniger stark zurückgestoßen. Zweihändig, die Kampfkunst der, mit zweihändig, der Zweihandwaffen, beispielsweise Zweihänder, Streitäxte oder Kriegshämmer. Wer diese Fertigkeit beherrscht, landet verheerendere Schläge. Ich glaube, ich trainiere das einmal. Kann ich das? Das kann ich? Ja, möchte ich. Weil ich habe nämlich eine Zweihandwaffe. Und Zweihandwaffen sind geil. So, wir gehen einfach mal weiter. Verheerende. Das ist, bin ich zu dumm zum Lesen. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein hier. In die gute Stube. Oh nein. Liegen schon mal tote Wölfe. Tote Banditen. Oh, ja gut, die habe ich übersehen. Schaden 6, okay, ist weniger. So, Divin Bogenfight lässt sich einrichten. Erstmal treffen. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Ja, guck. Hast du gesehen? Denkt, ich kann jetzt gegen sie machen, die Alter. Aber ich finde, das Schwert sieht schon irgendwie geil aus. Ich mag das Schwert irgendwie. So. Was gibt's denn hier noch Schönes zu looten und vor allem, wo ist diese komische Drachenscheibe? Oh ja, das können wir eigentlich auch mal wieder machen. So, war jetzt nicht so schwer. 62 Gold. Korundumbarren nehme ich mal mit, können wir vielleicht was draus schmieden. Können wir das Schild da mitnehmen? Streitaxt. Ich glaube, ich nehme mal das Eisenschild mit. Dann können wir das früher auch mal, später auch mal ausprobieren. Kann ich das kaputt machen? Nö, sehr gut. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Oder habe ich hier noch eine Truhe vergessen? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, Spinnenweben. Ach, können wir einfach durchlaufen, okay. Ach, ich mag Spinnen nicht. Das heißt, wir müssen nachher wieder gegen Spinnen kämpfen. Oh, aber hier kriegen wir scheinbar ordentlich Gold zusammen, wenn hier überall Gold drin ist. Da ist kein Gold drin, sehr gut. Und in der, die da liegt, die ist auch leer. Okay, schade. Ich dachte, jetzt können wir aus jeder irgendwie 30 Gold rausziehen oder so. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Hoch oder geradeaus? Ich gehe erstmal geradeaus. Ist hier was? Ich weiß das nicht. Das ist vor allem das Problem ist, ich weiß nicht mehr so ganz, wonach wir suchen sollen. Ich glaube, nach irgendeiner Steinplatte oder so. Moment, von oben kommen wir. Nach irgendeiner Steinplatte oder sowas ähnlichem. Können wir hier durch?
Hier kommen wir gleich durch, alles klar, ich gleich zurücklaufen müssen. Zu irgendeiner Drachenplatte oder sowas, Steinplatte in der alten. Und dadurch können die irgendwas über Drachen herausfinden. Ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist oder beziehungsweise wie das Ganze aussieht. Wie groß das ist und so. Leintuch. Ach, die sind leer. Die alle leer, ich denke mal. Ne? Was ist da noch? Geringe Ausdauer. Okay, Leintücher. So viele brauche ich davon nicht. Oh, da ist eine Wache. Die ist aber ganz schön hässlich. Oder er. Was geben wir uns nicht, hä? Huh? Okay, schnell weiter. Ich glaube, der hat hier bestimmt noch Freunde. Das sieht aus wie ein Rätsel. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir lösen die Rätsel. Obwohl, wollen wir das Rätsel jetzt noch versuchen zu lösen? Moment. Also, ich glaube, die können wir scheinbar drehen, ne? Ja, die können wir drehen. Okay. Und die können wir nicht drehen? Ne, die sind da eingemauert. Okay. Schlange. Schlange, dieses Fischding. Probieren wir mal aus. Schlange. Nicht Schlange, sondern dieses Fischding. So, was passiert, wenn wir es nicht richtig haben? Lol, haben wir sogar richtig. Sehr gut. Ja gut, das war ja einfach. Ich frage mich, ob das auch anders gegangen wäre, ob wir alles nehmen hätte können. Gold. Ein Granatstein? Granatstein. Dieb, lesen. Buch von Reven. Ja. Okay. Die Bücher werde ich nicht vorlesen, weil sonst, lol, was ist das? Eine Ratte oder sowas? Eine Ratte, glaube ich. Alter, kann mich doch nicht so erschrecken. Okay, Leute, ich würde sagen, das war erstmal der Part, die Folge. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Das wird auf jeden Fall eine Folge, wenn es nicht über eine halbe Stunde geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal hier im Grabe wieder, um nach dieser Platte weiterzusuchen. Oh, da ist noch so eine Maus. Oh, stirb. Danke. Okay, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Tschüss.